Ja, ich mache mir gerade viele, viele Feinde, ich weiß. Ejo, Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Und heute gibt es mal einen zweiten Teil von dem Cola-Test. Nice. Ich habe schon mal einen Cola-Test gemacht, wo ich die beste Cola der Welt probiert habe. Und ich bin der Meinung, es gibt mit Sicherheit noch eine bessere Cola. Und wir schauen, ob wir heute eine bessere Cola drin haben oder nicht. Wir sagen viel Spaß beim Video. Wie gesagt, wir testen heute wieder weitere Cola. Ich habe hier insgesamt sieben verschiedene Colas und die probieren wir heute. Ich würde sagen, ich zeige es euch mal ganz kurz in der Aufnahme. Diese sieben Stück haben wir und ich werde jetzt nach und nach probieren und ich werde sie in der Reihenfolge probieren, wo ich denke, die am besten schmeckt, am Ende kommt, die nicht so gut schmeckt, am Anfang. Aber wir werden es jetzt erstmal rausfinden, ob das wirklich so ist, wie ich mir das denke. Als erstes beginnen wir mit der Trendy Cola. 1,5 Liter Flasche, war eine relativ billige Cola, muss ich sagen. Es kann auch sein, dass sie total bekannt ist, ich kenne sie jetzt nicht. Aber ich würde sagen, ja, wir probieren sie einfach mal. Ja, das dachte ich mir schon, diese Cola schmeckt so ähnlich wie die ganzen Colas aus diesen Discountern wie Aldi und Lidl. So ähnlich schmeckt diese Cola auch. So ein bisschen dieser Discounter-Geschmack von Cola. Kennt ihr bestimmt, wenn ihr mal eine von Lidl oder Aldi getrunken habt. So ähnlich schmeckt diese Trendy Cola. Also echt nichts Besonderes. Und ich glaube, die war auch nicht so teuer. Also das ist wirklich so ein billigeres Produkt, das man meiner Meinung nach nur trinken sollte, wenn man wirklich durstig ist und sonst nichts hat. Dann haben wir als nächstes hier von Völkel eine BioC-Guarana-Cola. Ja, und das stelle ich mir interessant vor, weil dieser Guarana-Geschmack mag ich eigentlich sehr gerne. Und jetzt mit Cola gemischt, probieren wir es mal aus. Wow. Wow. Nochmal kurz zur Erklärung, ich habe es auch beim ersten jetzt gerade vergessen. Wir machen natürlich wie immer Sternbewertung. 1 bis 10 Sterne. 10 Sterne schmeckt geil, 1 Stern schmeckt scheiße. Der Trendy Cola gebe ich jetzt 2 Sterne, es ist wie gesagt einfach nichts Besonderes. Und jetzt haben wir diese BioC Guarana Cola. Die schmeckt hammermäßig geil. Ich weiß nicht genau, wie man Guarana-Geschmack jetzt erklären soll. Aber er schmeckt ihn da raus, er schmeckt nach Cola und Guarana schmeckt halt einfach nach Koffein oder zumindest so, wie ich mir Koffeingeschmack vorstellen würde, weil ich kann jetzt Koffeingeschmack auch nicht genau erklären, aber Guarana stelle ich mir irgendwie so einen Koffeingeschmack vor. Der ist da auf jeden Fall drin, mit der Cola gemischt, mega geil, 9 Sterne, 10 ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber das schmeckt so geil. Also wenn ihr so ein bisschen diesen Guarana-Geschmack mögt, wenn ihr ihn kennt natürlich, dann ist das echt eine geile Cola. Wie immer sind natürlich alle Colas unten verlinkt, falls ihr selber mal eine ausprobieren möchtet. Machen wir weiter mit der nächsten. Jetzt kommen wir zu der Eitzbach Cola. Wer meinen ersten Cola-Test gesehen hat, kann sich vielleicht noch daran erinnern, ich hatte auch von Eitzbach da eine Cola, allerdings die Crystal Cola. Und ich zeige euch mal kurz, was ich damals zu der Cola gesagt habe. Schmeckt so, wie es aussieht. Süßes Wasser. Das schmeckt einfach wie süßes Wasser, also das Cola-Aroma ist da nicht drin, das schmeckt wie süßes Wasser. Jetzt hoffen wir mal, dass die nicht auch nach süßem Wasser schmeckt, sondern dass sie wirklich nach Cola diesmal auch schmeckt. Probieren wir es aus. Haltet mich jetzt für verrückt, aber ich finde, das schmeckt auch wie süßes Wasser. Also das lag jetzt nicht an der Farbe, sondern das liegt an der Firma. Der Cola schmeckt nicht nach Cola, schmeckt aus süßem Wasser. Mag sein, dass ich jetzt ein bisschen voreingenommen bin von der damals Crystal Cola. Aber für mich schmeckt das nach süßem Wasser und nicht nach Cola. Es hat einen leichten Cola-Hauch, durchaus. Aber ich würde das nicht als Cola verkaufen wollen. Ich gebe jetzt mal 4 Sterne, weil es halt jetzt nicht auch nicht scheiße schmeckt, aber für eine Cola ist es halt auch einfach, ist keine Cola. Ist süßes Wasser. Als nächstes kommen wir zu der Adelholzner Alpen-Cola. Der Adelholzner kenne ich eher als so eine gesunde Marke von Fruchtsäften und von Wasser. Cola von denen kenne ich jetzt nicht, aber wir probieren sie mal. Zu der Adelholzner Alpen-Cola muss ich sagen, ja, die schmeckt ganz gut. Die schmeckt auch mal anders als normale Colas. Also auch ein Geschmack, den man nicht so kennt. Der ist eigentlich auch nicht schlecht. Schmeckt so ein bisschen schwacher,
Also jetzt nicht so wie die Eisbach-Cola, die nach süßem Wasser schmeckt, aber trotzdem irgendwie ist nicht so ein penetranter Cola-Geschmack. Einfach ein bisschen schwacher und auch ganz anders, als man es kennt. Also ich finde es mega geil eigentlich. Zwar war die Guarana-Cola immer noch besser, ich will ihm trotzdem 8 Sterne geben, weil es mal was Neues ist, mal was anderes ist und einfach gut schmeckt. Und deswegen hat sie 8 Sterne verdient. Machen wir bei dem nächsten. Als nächstes kommen wir zur Madagaskar-Cola von Fever-Tree. Ja, Fever-Tree kenne ich jetzt hauptsächlich von Tonic Water. Und jetzt probieren wir mal die Cola von denen. Was bitte ist das? Ich habe gerade schon meine Verwunderung gesehen. Es schmeckt überhaupt nicht nach Cola. Aber es hat trotzdem irgendeinen bestimmten Geschmack. Es schmeckt wie eine neue Limonade. Ich habe diesen Geschmack noch nie geschmeckt. Und ich würde auch nicht sagen, dass das Cola-Geschmack ist. Aber es ist ein Geschmack, der mir super gut gefällt. Fever-Tree, bitte sagt mir, was ist das für ein Geschmack? Was habt ihr da reingemacht? Das ist eine mega geile Limonade. Ist es keine Cola, aber mega geile Limonade. Und deswegen kriegt es von mir 10 Sterne. Auch wenn es hier den Cola-Test eigentlich keine 10 verdient hätte, weil es nicht nach Cola schmeckt. Madagaskar-Cola von Fever-Tree, 10 Sterne. Aber es schmeckt nicht wie Cola. Als nächstes kommen wir zu Cola Ballatin. Und jetzt kommen langsam die Sorten, wo ich mir denke, die könnten richtig geil schmecken. Ich weiß nicht, ob ihr es seht in der Kamera. Also wirklich, diese Cola Ballatin hat auch so eine ganz rote Farbe und nicht so braun wie Cola normalerweise. Und ist ganz rot. Und ja, kommt aus Italien. Testen wir es mal. Ihr könnt mich gerne verrückt nennen, aber auch das schmeckt nicht wie Cola, sondern nach einer neuen Limonadensorte. Und die finde ich noch besser als die von Fever-Tree eben. Cola Ballatin von Gusto Italiano, ich glaube, das ist die Marke. Schmeckt wie eine neue Limonade, schmeckt nicht wie Cola, schmeckt aber mega geil. 10 Sterne. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil ich kann diese Limonadengeschmäcke nicht erklären. Ich würde nicht sagen, dass es Cola ist, sondern irgendwas anderes. Aber ich kann nicht sagen, was. Aber ich würde nicht sagen, für Leute, die Cola gerne trinken und sagen, sie möchten Cola-Geschmack, dass das was Tolles ist. Aber für alle, die auch mal gerne was Neues ausprobieren wollen, probiert mal diese Cola Ballatin. Die schmeckt echt geil. Dann kommen wir jetzt zum letzten. Die Mio Mio Cola. Kultig, spritzig, frisch. Ja, mehr kann ich dazu auch erstmal nicht sagen. Ich entschuldige mich übrigens für die relativ lauten Hintergrundgeräusche. Meine Katzen sind gerade ganz wild. Erstmal kurz zu dieser Mio Mio Cola, nachdem jetzt diese beiden ausgefallenen Geschmäcker hat von Fever-Tree und diese Cola Ballatin gerade eben. Schmeckt die erstmal mega langweilig, die Mio Mio Cola. Weil sie eben wieder nach Cola schmeckt. Nein, doch. Und ich würde auch sagen, die schmeckt 1:1 wie die Coca-Cola. Ja, ich mache mir gerade viele, viele Feinde, ich weiß. Weil Coca-Cola sehr, sehr viele gerne mögen und sagen, es gibt nichts Besseres. Die schmeckt genauso. Die Leute, die mir schon länger folgen, wissen auch, ich bin nicht der größte Coca-Cola-Fan. Deswegen finde ich die Mio Mio Cola jetzt auch nicht so geil, weil sie halt wirklich 1:1 wie Coca-Cola schmeckt. Da sie 1:1 wie Coca-Cola schmeckt, gebe ich jetzt mal 6 Sterne. Es ist ja nicht so, als würde ich gar keine Coca-Cola trinken. Nur halt nicht so gerne. Und es ist halt ein bisschen enttäuschend, dass hier jetzt eine Cola drin ist, die genauso schmeckt wie eine der großen Marken und nichts anderes ist. Als Fazit würde ich sagen, wir haben nicht die beste Cola der Welt übertroffen. Deswegen schaut euch unbedingt das erste Video nochmal an, damit ihr wisst, was die beste Cola der Welt ist. Aber wir haben 2 neuartige Limonaden, die als Cola gekennzeichnet sind, aber ganz anders schmecken und mega geil sind. Bei den anderen Colas ist die Guarana Cola noch zu empfehlen, die anderen würde ich alle eigentlich weniger empfehlen. Wie gesagt, wenn ihr es ausprobieren wollt, die sind alle unten in der Beschreibung verlinkt, dann könnt ihr selber mal eine testen, wenn ihr möchtet. So, das war's dann mit dem Video, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, zeigt doch gerne mal mit dem Daumen nach oben. Hier sind jetzt nochmal 2 alte Videos für mich eingeblendet, könnt ihr draufklicken, die sind sehr, sehr interessant. Und ihr könnt mich hier natürlich kostenlos abonnieren, die Glocke aktivieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Video. Wir sehen uns in den 90ern, bye bye.